Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Stellaris Sun, zur Endgame-Krise. Der Anbieter sind gerade eben aufgetaucht. Und ich bin drauf und dran, meine Pflicht als galaktischer Imperator hier zu erfüllen und sie aufzuhalten. Währenddessen ich jetzt hier erstmal Pax Galactica ausrufe, es ist genug gekämpft worden. Boom, Shakalaka. Ole. So, es ist durch. Es ist jetzt offiziell Frieden in der Galaxie. Tja, zumindest so lange, bis wir diese Typen hier fertig gemacht haben. Oder zumindest danach, besser gesagt. So, ich warte jetzt nur gerade eben ganz, ganz kurz davon drauf, bis meine Truppen da sind. Ne? Die breiten sich jetzt hier natürlich gerade eben aus. Das ist hier die erste Armada von ihnen. Wir werden hier, glaube ich, bei diesem Sternentor rauskommen. Ich tue mal absichtlich die Geschwindigkeit wieder um 1 reduzieren. So. Ich habe irgendwie gerade eben versehentlich den Sound hochgedreht. Was ich gar nicht wollte. So, meine Schiffe sind auf dem Weg. So, und du gehst jetzt auch da mit. Genau, dich brauche ich auch da hinten. Ich weiß momentan noch gar nicht, wie viele jetzt letztendlich schon drüben sind. Ich muss erst mal schauen. Okay, da machen sich gerade eine Menge Schlachtschiffe auf den Weg. Also ich glaube, dass unsere Setups eigentlich schon recht gut gegen die funktionieren dürften. Ne? Also ich schaue mir das gerade mal an. Diese Dinger hier... Oh, die machen weniger Schaden an Schilden. Das ist schlecht. Also die Titanen machen relativ wenig gegen die. Die Schlachtschiffe dürften hier ziemlich gut mit dem hier sein. Die kinetischen Batterien hier ebenfalls. Die Dinger hier sind leider völlig nutzlos, aber die hier sind was wert. Die Kreuzer mit denen da, ihr seht, die haben kompletten Schilddurchschlag. Das heißt also, die werden hier einfach die Schilde ignorieren. Auch dadurch, dass ich eher so auf Gauss-Geschütze gesetzt habe, dürften wir eigentlich ganz, ganz gut dabei sein. Also, wir sind nicht perfekt ausgestattet. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind sehr, sehr stark. Alles andere wäre lächerlich anzunehmen. Schaut euch mal diese Strike Force an hier. Das sind nicht nur wir. Das ist die schiere Macht der Galaxie, die wir jetzt hier aufgestellt haben. Da kommt noch einer an. Und dieses Trüppchen hier macht sich jetzt hier schon mal offiziell auf den Weg. Ich will bloß hier die einzelnen Schiffe hier nicht versehentlich mitnehmen. Ja genau, dann macht euch mal auf den Weg. Die Galaxie muss gerettet werden, damit wir sie weiter unterdrücken können. Ganz einfach. Oder am Ende werden wir die Geschichte so umschreiben, dass es einfach notwendig war, dass irgendjemand diesen Schritt getan hat. So, ich gucke gerade eben bloß nochmal, ob irgendwie genau die brauchen immer noch Schiffe. Das ist die Liste meiner Flotten, ey. Kranker Scheiß, oder? Wir sind noch nicht mal vollzählig. Wir werden denen jetzt hier einfach einen Tritt verpassen. Wenn wir Glück haben. Also da kommen natürlich jetzt gerade eben schon ein paar mehr. Aber seht, jetzt ist die Krisenstärke natürlich wieder lächerlich schwach. Also es hätte, also mit denen hier wäre ich, glaube ich, echt gegen eine 5-fach-Krisenstärke... Also das wäre dann vielleicht ein Kampf geworden, sagen wir es mal so. Was hier auf uns zukommt, das ist kein Kampf. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Wir können mal reingucken. Die imperiale Armada. Ich warte ganz, ganz kurz, bis diese Schlachtschiffe alle angekommen sind, ne? So, wir sind alle ready. Und die denken sich wahrscheinlich so, was ist das? Ich dachte, wir sind die Jäger. Tja, ihr seid aber nicht zum Essen eingeladen worden. Ganz einfach, Freunde. Ihr seid einfach nicht eingeladen. Die warten jetzt hier. Können wir uns ja mal anschauen aus der Nähe. Gott, sind die hell.
So, ich kann hier gerade eben noch mal was forschen, by the way. Entschuldigung. Ja, unter diesen Umständen sind Schilde, glaube ich, eine ganz, ganz coole Waffe. Und auch Schaden von Kinetikwaffen ist gerade eben absolut en vogue. 6K Forschung. Go for it. Ich gehe mit der Geschwindigkeit mal runter, soweit ich kann. Und die Schlacht hat bereits begonnen. Wir sind schon drin, die ersten Treffer schlagen hier ein. Die ersten Schiffe von ihnen werden einfach nur zerfetzt. Wir haben schon... Oh Gott. Wir haben schon 20 Mal so viel Schaden gemacht wie sie. Wir sind der Schwarm. Tja, das ging... Das war die langsamste Geschwindigkeit, Freunde. Die langsamste. Und es ist bereits vorbei. So, du jumpst jetzt dahin, gehst da rein. Spezielles Untersuchungsgedöns. Dann zimmern wir jetzt auf die da noch drauf. Ich rufe hier direkt sogar schon Schiffe zurück. Das könnte größer werden. Da sind nämlich eine ganze Menge von ihnen drin. Warte mal. Wir sammeln alle direkt hier. Damit sie auch alle gleichzeitig springen. Geschwindigkeit erhöhen. Ich werde natürlich dann auch gleich hier die Geschwindigkeit wieder senken. Aber erst will ich sie alle hier haben. Denn die sind dann alle ein bisschen unterschiedlich träge. Wie viele sind das eigentlich? 1, 2, 3. Okay, die ist keine vollwertige. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sagen wir 14. Weil zwei Stück nur an die 38 oder 31k haben. Das ist krank. 14 Full-Stack-Flotten im Grunde weitgehend. Ja, und wir gehen jetzt mit denen da rein. Willkommen, Freunde. Geschwindigkeit auf das Minimum runter. Das ist das große Finale. Denn viel wird hier nicht mehr kommen, Freunde. Außer ein Ende. Wenn sie endlich den Sprung schaffen sollten. Irgendjemand hat den Schlüssel verloren, so wie es aussieht. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hingucken soll. So am besten, oder? And it begins! Boah, die Geschosse. Zack, 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 zack. Man kann gar nicht so schnell gucken, wie die weggeholzt werden. Oh yeah. Ich möchte nochmal betonen, ich spiele auf derselben Schwierigkeit. Auf derselben Schwierigkeit wie mit den Tyranniden und mit den Birds of Prey. Einfach nur bessere Startbedingungen. Das hier ist schon weg. Das machen wir die hier noch weg. Wenn man bedenkt, dass das meiste hier Schlachtschiffe sind, Leute. Das meiste hier sind wirklich Schlachtschiffe. Tja, da sind die nächsten schon mal weg. Du kommst jetzt hier gerade eben an, dann kannst du das ja auch noch analysieren. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt hier zu scannen gibt. Aber ich bin begeistert zu scannen. Was ist das hier? Ach, das ist der extradimensionale Riss. Ich freue mich auf ihn. Ich glaube, das hier ist schneller vorbei, als man meint. Ich glaube, das hier ist... Also ich glaube, die werden nicht lange hier mitmachen. Die werden sich ganz, ganz schnell ein neues Gebiet suchen. Und wieder rein. Halt! Pause, Pause, Pause. Ich will da reingucken. M? Jawohl. Geschwindigkeit wieder runter. Damit wir überhaupt was davon haben. Oh, warte mal. Ich habe ja noch gar nicht die ganzen coolen Gizmos angemacht, die wir anmachen können. Ach doch, ist schon an. Okay. Will ich eigentlich nochmal eine mysteriöse Technologie rekonstruieren? Habe ich noch nie geschafft, ohne Witz. Duck, 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 duck. Ihr müsst einfach nur auf die Schadenswerte da unten mal achten, ne? Direkt auf den Rumpf. Es sind so viele Treffer, die einfach komplett durchschlagen. Ey, wie wir aussehen, ey!
Das ist einfach ohne Witz. Das ist wie aus einem Hollywood-Film, ne? Wie die einfach diese riesige, gewaltige Flotte auftaucht. Meine Güte. Ganz im Ernst, dieses Let's Play muss alleine deswegen enden, weil ich glaube, ansonsten hat das irgendwann noch ernsthafte Konsequenzen. So mächtig, wie wir werden. So. Ich bin der Meinung, lasst uns den Riss schließen. Oder? Lasst uns den Riss schließen. Einfach, weil wir es können. Da ist er. Sieht er nicht schön aus? Da sind sie reingekommen. Ist übrigens ein Achievement, den zu schließen. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. So, da kommen sie rein. Sofort wieder komplett ausmachen. Niemand kann genau sagen, boah, ob das jetzt hier schnell geht oder nicht, aber die waren halt gerade eben dabei, sich hier noch auszubreiten, ne? Und sie sind völlig chancenlos. Also ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr das Imperium gespielt habt. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, weil es war mein allererster Versuch. Und das hier ist schon das Ergebnis. Ich halte momentan das Imperium für sehr extrem stark. Also wirklich heftig extrem stark. Machen wir mal kurz eine Pause, damit wir überhaupt mal die Situation uns näher anschauen können. Das sind unsere kleinen Schiffe schon nahe an ihnen dran, unsere Korvetten. Ne? Hier gibt es schon Infos. Hier sehen wir da die Flagellenviecher von uns. Das hier sind unsere kleinen Hangarjäger. Da sehen wir gerade eben, das ist eine Korvette. Man kann die wirklich einzeln angucken. Guck mal, das ist der Hammer. Das ist voll cool. Was ist das? Das ist eine Rakete. Guck mal, da fliegt so eine Rakete. Oberhammer. Was ist das da? Kann ich gar nicht anklicken. Schade, ich dachte, ich komme da vielleicht noch auf irgendwas drauf, aber... Also ich kann auf Korvetten zumindest zoomen. Da kann ich genau gucken, wie viele jetzt diese einzelne Korvette jetzt hier noch quasi hat. Und guckt euch mal an diese ganzen Mods. Wow. Ich lasse weiterlaufen. Die Station haben wir schon weggeföhnt. Das ist das Dimensionsportal. Hat auch schon einen Treffer kassiert. Ja, das war's. Gebt es dem hier noch ein bisschen was mit und... Tschüss! Dimensionsportal vernichtet. Das Dimensionsportal im Hishmal-System ist zerstört worden. Das bedeutet, dass die extradimensionalen Invasoren keine Verstärkungen aus ihrem pervertierten Reich mehr erhalten können. Dank der Zerstörung dieses Portals ist nun das Ende dieser Invasion endlich in Sicht. Ein tiefgehendes Gefühl der Erleichterung hat sich über einen Großteil der Galaxie gelegt. Die Schiffe der Imperikorp haben nun viele Bewunderer, da sie es waren, die dem Portal den letzten Schlag zugefügt haben und auch den ersten und den zweiten und den dritten und so weiter. Die Besatzungen dieser Schiffe wird man noch in Generationen als Helden feiern. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich glaube, die Galaxie hat kaum davon Notiz bekommen, weil wir es einfach mit einer gewaltigen Polizeiaktion verhaftet haben. Tatsächlich habe ich kein Achievement gerade eben dafür bekommen. Ah, doch, da ist es! Rift Sealed! Gerade eben dann doch noch bekommen, hat ein bisschen gebraucht. Okay. Die letzten Reste der extradimensionalen Invasoren sind ausradiert worden, was die Galaxie hoffentlich für immer von ihrer Bedrohung befreit hat. Die Nachrichten von diesem großen Sieg werden von fühlenden Wesen überall gefeiert, die nun keine Angst mehr haben müssen, von diesen merkwürdigen Energiewesen als Nahrung geerntet zu werden. Gut, die meisten von denen haben das, glaube ich, höchstens aus den Nachrichten erfahren, dass da was war. Ist das vielleicht der Beginn eines neuen galaktischen Zeitalters der Kooperation und Freundschaft? Ja, denn wir haben Pax Galactica aktiv. Wir können jetzt de facto noch die restlichen Gefahren ausmerzen. Das können wir noch tun. Alles andere spielt eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. So, ich gehe mal mit der Geschwindigkeit wieder auf 2. Hat wieder ein Admiral eine Eigenschaft erlangt. So, jetzt, ich lasse mal gerade eben erstmal die Schiffe hier alle ankommen, ne? Was forscht denn der jetzt hier? Was bekommen wir denn jetzt hier dadurch?
Der Hexenmeister. Als sich die wirbelnde Energien, die nach der Zerstörung des letzten Dimensionsportals freigelassen wurden, endgültig zerstreut waren, fanden unsere Truppen ein geschwächtes extradimensionales Wesen in der Nähe. Die Kreatur wurde gefangen genommen und verhört. Es handelt sich scheinbar um eines ihrer Hexenmeister, ein selbst nach ihren Maßstäben starker Extradimensionaler, der dafür verantwortlich ist, dass die Verbindung des Portals zwischen unserer Realität und ihrer Realität bestehen bleibt. Wenn wir eine psionische Kraft studieren würden oder sogar kanalisieren könnten, sollten wir in der Lage sein, unsere Unterlichtgeschwindigkeit und die Sprungreichweite unserer Schiffe erheblich zu verbessern. Das ist doch mal cool. Ich habe also ein weiteres Relikt und damit mein sechstes Relikt bekommen. Unterlichtgeschwindigkeit ist passiv erhöht und wenn ich es aktiviere, habe ich 100% mehr Sprungreichweite. Das erachte ich als durchaus interessant. Wow, was haben wir da noch bekommen? Einfach nur Physikforschung. Oh, extradimensionale Waffen? Was wird denn das? Ist doch bestimmt einfach nur ein Scheiß, oder? Das war bei der Physikforschung, oder? Yo. Ich mach das einfach mal direkt. Die extradimensionalen Waffen, genau, das waren die Waffen, die machen weniger Schaden an Schilden. Sind aber, warte mal, was denn? Die haben auch ziemlich krasse Reichweiten. Materie-Desintegratoren. Die muss ich dann doch glatt mal vergleichen. Es ist halt schade, dass man das jetzt erst am Ende kriegt, ne? Das richtig interessante Zeug. So, seid ihr hier schon wieder ready? Ihr seid ready, ne? Ich glaube, dass ich euch jetzt einfach wieder zurückschicke. Ja, das war die Endgame-Krise, Freunde. Sie hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Ich fasse es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ja, also es war, also dafür, dass wir das auf Captain spielen, schon nice. Meine Güte, ey. Okay, du holst hier nochmal ein paar Boni raus für uns. Dann geht das mit dem Forschen schneller. Oh, die große Pyramide. Unsere Beobachtungsstation macht, da gibt's noch mal was. Okay, zurück zum Tagesgeschäft. Das Forscherteam der Beobachtungsstation im Orbit von Lason 3 hat in letzter Zeit keine größeren Funde berichtet, bis man betrunken eine Nachricht an den das wissenschaftliche Hauptquartier schickte. Die Besatzung hat sich Berichten zufolge auf die Oberfläche des Planeten begeben und den Einheimischen ihre wissenschaftlichen Leiter als Gottheit vorgestellt. Ach, die Geschichte. Doch damit nicht genug. Sie ließen von ihnen sogar ein heiliges Monument zu seinen Ehren errichten. Die so entstandene Pyramide steht nun auf der Oberfläche des Planeten, wo die Einheimischen sie anbeten und als Opfer darbringen. Tja, urkomisch, dieser Streich wird in die Geschichte eingehen. Sag ich an der Stelle jetzt einfach nur. Das heißt, ich habe irgendwo noch Leute, die ich upgraden kann, oder? Beobachtung, Tatsache hier, komm. Achso, ich kann technologische Aufklärung nicht machen. Ich kann sie aber indoktrinieren. Natürlich indoktrinieren wir sie. So, das müssen wir tun. Wir sind schließlich Imperikorp. So, hier haben wir nochmal einen Bonus bekommen, wie wir gerade eben sehen. Ja, und wir machen uns jetzt einfach wieder zurück, ne? Dumpti, 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 dumpti. Ey, ich bin echt auf eure Kommentare gespannt. Das ist, ja. Schon, es ist irgendwo zwischen witzig und traurig, ne? Also, es ist schon extrem, wie stark wir hier sind, ne? Fällt mir relativ wenig dazu ein. Okay, außer natürlich Boom-Shakalaka. Das fällt mir dazu ein. Was ist mit diesen Schiffen hier? Und warum ist es... Ah, ohne Witz. Die muss ich löschen. Was ist mit diesen scheiß Titanen hier? Das heißt, die muss ich jetzt gleich irgendwie zusammenfügen. Okay. Dich packe ich mal dahin. Irgendeinem dieser Flotten fehlt der Titan. Das weiß ich. Denen nicht, denen auch nicht. Denen könnte der Titan fehlen. So, das ist für mich das Einzige, wo ein Titan fehlt.
Ich meine, ich könnte daraus nochmal eine Flotte machen. Theoretisch wäre das möglich. Aber gerade eben sagt das Spiel mir halt einfach, ja, die sind zum ersten Mal seit 1000 Jahren die Legierungen ausgegangen. Naja, nicht nach 1000 Jahren, aber so nach 100 Jahren. So, wir haben übrigens diese tolle Waffentechnologie jetzt erhalten und ich habe vor, sie zu benutzen. Das bedeutet für mich, dass ich jetzt hier mal reingucken muss. Ich weiß gar nicht, ich muss das jetzt hier mal vergleichen. Das wird allerdings kniffelig, ne? Wir können jetzt erstmal das hier vergleichen, also Reichweite haben die beide gleich. Das Ding macht halt weniger Schaden an Schilden, aber sehr viel an Panzerung. Das ist, also das ist de facto einfach nur quasi so ein Umtausch, wenn man so möchte. Kinetische Artillerie, großer Materie-Desintegrator, Zielgenauigkeit ist höher und Genauigkeit auch. Abklingzeit ist kürzer. Schaden ist deutlich geringer. Der tägliche Durchschnittsschaden ist auch geringer, aber daher die doch häufiger treffen, glaube ich, dass dieser Materie-Desintegrator durchaus eine Überlegung wert ist, um in den Schlachtschiffen zum Einsatz zu kommen. Zumindest in diesen Schlachtschifftypen. Man könnte das hier so halb-halb aufstellen, ist so mein Gedanke gerade eben. Aber wir können das gerade eben da noch nicht machen. Weil wir gerade eben Schiffe produzieren. Und das heißt, ich kann das eigentlich erstmal nur hier machen. Eins und zwei. Und speichern. So, das wäre jetzt hier so der Plan für diese Schiffe. Ich habe mir auch ehrlich gesagt überlegt, ob es überhaupt noch Sinn macht, hier quasi dieses Ausweichengedöns reinzunehmen. Ich glaube, es ist eigentlich totaler Quatsch. Ich denke ernsthaft darüber nach, ja doch dieses regenerative Rumpfgewebe mit reinzunehmen oder noch mehr Trefferchance. Kann man eigentlich zweimal das Ding hier reinnehmen, den enigmatischen Kodierer, geht das? Das geht. Ich will gerade eben nur mal gucken, ey, ohne Witz, die Boni scheinen zu stacken. Moment. Ne, der Schaden geht runter wegen der Energie. Das Problem ist, ich sehe halt diese Trefferwerte jetzt hier nicht, ne? Man sieht das nicht. Man sieht nicht die Trefferwerte. Das wäre halt nicht extrem wichtig, hier auch mal sowas zu sehen. Ich könnte natürlich aber auch noch mehr Energie reinklabastern, dann ist der Schaden noch mal ein bisschen höher. Dinge, die mich nicht glücklich machen. Der Nachbrenner bringt mir halt auch nicht wirklich was. Das Ausweichen 13,2%. Ach komm, ich lasse das einfach. 15% ist doch geil. Ist doch genialer Ausweichenwert. So, Kreuzer. Hier muss ich auch nochmal einen Vergleich anstellen zwischen diesen Autofeuerkanonen und denen da. Also guck mal, hier haben wir jetzt hier Reichweite 30, Reichweite 60. Das ist viel weiter. Gut, Genauigkeit und Zielgenauigkeit sind hier schwieriger einzuschätzen. Das Ding macht mehr Schaden, Abklingzeit 4,5, 2,3. Also es schießt deutlich schneller. Und damit hat es gewonnen. Warum hat es gewonnen? Weil, wenn du häufiger schießt, hast du auch mehr Chancen, bei jeder prozentualen Chance zu treffen. Und diese Werte sind nicht unterschiedlich genug. Als dass man sagen könnte, dass der Materie-Desintegrator jetzt hier die Sturmfeuer-Autokanone jetzt hier tatsächlich ablösen könnte. Man könnte es allerhöchstens hier noch so als Ergänzung mit reinnehmen, so als eine zusätzliche Waffe oder sowas in der Art, so in der Gestalt. Das würde wahrscheinlich Sinn ergeben und so machen wir das jetzt halt auch letzten Endes. Ich gucke gerade eben bloß, dass hier noch alles okay ist. Genau, jetzt haben wir hier alle Arten von Raketen dabei und damit können wir hier den Zerstörer hier uns noch geben. Komm, ich mache das tatsächlich einfach aus dem Grund, weil warum nicht? Der Grund, warum nicht, reicht mir völlig aus. So, genau. Das ist für mich so in Ordnung. Auch wenn ich diese Dinge eigentlich nicht wirklich benutze. Hier lassen wir so, wie es ist. Gut. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Und schauen mal, was, also wirklich was passieren kann ja de facto jetzt eigentlich nicht mehr. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt machen soll mit dem Weiterspielen. Ich weiß gerade eben gar nicht. Ich müsste selber in die Folge nochmal reingucken, in die allererste, wann sozusagen das Siegesjahr ist. Oder nee, warum, das kann ich ja hier sehen. Sieg.
im 1. Januar 2800. Also wir hätten jetzt noch 150 Jahre zu spielen. Dafür war die Endgame-Krise jetzt in diesem Falle echt läppisch. Kann man nicht anders sagen, ne? Sie war überraschend läppisch. Ich warte mal, bis die alle durchgeflogen sind und alle angekommen sind, wo sie ankommen sollen. Da kommt aber auch nochmal eine gewaltige Flotte an und bildet eine Flotte. Okay, die haben es jetzt doch noch geschafft, sich hier eine Flotte aufzustellen. Na gut, dann mache ich aus dem hier halt auch wieder eine eigenständige Flotte. Was soll's? Ich habe das Potenzial dazu hier. Warum sollte ich das nicht tun? Dann wieder alle hier versammeln. Das Einzige, was man jetzt noch tun könnte, wäre all die Vasallen schlucken und all diese Scavenger-Bots und was weiß ich was jetzt hier noch vernichten. Das ist das Einzige, was mir jetzt hier momentan noch so richtig einfällt. Oh, wie süß. Da sind noch 47 Handelswerte, die einfach keiner abgreift. Ich nehme... Oh Gott, ich habe noch einige Flotten, die nochmal nachrüsten müssen. Jetzt habe ich nur noch 31. Ich sollte, glaube ich, nochmal was hier kaufen. So. Ich bin auch mal überlegen, es gibt doch noch so ein Chemowonne-Achievement. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man dafür irgendwelche besonderen Grundvoraussetzungen erfüllen sollte. Vielleicht mache ich das auch noch, wenn das geht. So, diese Schiffe hier müssen jetzt hier natürlich geuppt werden. Genauso wie die hier geuppt werden müssen. Sehr, sehr gut. Die Absurdität unserer Strike Force, Leute. Ey, schaut's euch mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gleich 15, wenn wir das alles haben. 15 Flotten. Jede mit über 100.000 Kampfkraft. Das heißt über 1,5 Millionen. Vielleicht sogar 2 Millionen Kampfkraft. Kann man mal machen. Yay! Erstmal Freude verbreiten. Die Leute haben sich's verdient, sage ich mal. So, übrigens, wir haben auch einen Drachen getötet. So, nachdem wir die Endgame-Krise weggehauen haben. Und wir haben diesen Drachen auch mal getötet vor 200 Jahren. Also, yay! Ey, guck mal die Stabilität an. 100%. Okay, hier sind es bloß 80% und 75%. Aber dennoch. Das ist so krank geil. So, ich ersetze jetzt hier das hier nochmal. Ich möchte hier 1, 2, 3 Jobs für die Generatorenwelten hier schaffen. Hier sind es auch 18. Hier mache ich Mineralien draus. So, fangen wir mal damit an. Man kann ja trotzdem die Probleme versuchen in den Griff zu kriegen, die die Leute haben, ne? Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm. Da ist nochmal einer, wo was arbeitslos ist. Und warte mal, jetzt kann ich... Ne, warte mal, ich kann das jetzt hier ersetzen. Und dann noch Blocker entfernen. Und das war es eigentlich schon, was ich hier tun wollte, genau. So, ist die Musik ausgegangen? Okay, die machen jetzt den Gesellschaftswandel. Ich höre keine Musik mehr. Bin mir nicht ganz sicher, was da gerade eben los ist. Wir brauchen einen neuen, Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir da irgendeinen mit angehaltenen Entwicklungen? Nee, ist einer mit angehaltenen Entwicklungen. Ich kann jetzt nicht jeden einzelnen austauschen, ne? Ist nicht. Ich will mal gerade mal gucken, wie zu Hause die Stimmung ist.
Ich habe das Ding doch hier tatsächlich mit mehr Bergbauwelten hier theoretisch jetzt hier gesegnet. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, auch das hier auch noch ersetzen. Und zwar da rein. Ich ersetze... Ach nee, man kann ja immer nur eins ersetzen. Ja, aber wir haben genügend Jobs hier. 97 Pops am Start. Nächste Tech ist durch. Ich glaube, meine lieben Freunde, dass wir so gut wie am Ende dieses Let's Plays sind. Ich sage noch nicht, dass ich damit aufhöre. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal gucken, ob noch irgendetwas Besonderes passiert. Etwas Nennenswertes. Weil ich glaube, dadurch, dass wir es halt auch einfach Pax Galactica gemacht haben, ist es eigentlich so gut wie durch. Das Einzige, was wir noch jetzt machen könnten, ich glaube, das gönnen wir uns vielleicht noch. Ich glaube, das gönnen wir uns noch. Ja, das machen wir in der nächsten Folge noch. Und zwar Auslandsbeziehungen. Komm, das muss auch noch sein. Gut, dann gibt es noch eine Folge. Das hier wird noch abgearbeitet. Willkommen in der galaktischen Gemeinschaft, aka galaktisches Imperium. Macht's gut, meine lieben Freunde, ne? Bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.